Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Heute werde ich meine Gartenküche weitermauern. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ich den Sockel für meine Gartenküche ausgerichtet und mit Mörtel in Beton gesetzt habe. Heute kommt der Rest der Mauer. Bis auf gute 2 Meter wird diese Mauer hochgezogen. Dabei werde ich heute auch verschiedene andere Werkzeuge ausprobieren. Wenn ihr wissen wollt, wie ich dabei vorankomme und wie ich das Ganze mache, dann bleibt dran. Gleich geht's los. Der Sockel meiner neuen Gartenküche steht nun seit einer guten Woche. Ich habe die Gasbetonsteine mit Mörtel ausgerichtet. Die Steine sind in jeder Richtung in der Waage, sowohl untereinander als auch in der gesamten Fläche. Ab dem zweiten Stein werde ich jedoch nicht mehr mit Mörtel arbeiten, sondern mit dem Dünnbettverfahren. Das heißt, der Kleber wird nur ganz dünn auf die Steine aufgezogen und die nächste Steinreihe wird einfach nur draufgesetzt. Das hat den Vorteil, dass es unwahrscheinlich schnell geht und gleichzeitig sehr stabil ist. Um die Stabilität weiter zu erhöhen, werden die Steine darüber hinaus in Versatz gesetzt. Das bedeutet, dass der Stein aus der ersten Reihe, der hier bündig anschlägt, in der zweiten Reihe nun hier hinausläuft. Das heißt, hier findet ein Versatz statt. Diese Ecke wird stabilisiert. Ein Mauerband, ein zusätzliches, was ich hier einlege, sollte das Ganze weiter stabilisieren. Der nächste Stein hier wird dann ungefähr bis hierhin laufen. Dieser Stein wird mit einem zweiten Stein aufgesetzt, der ebenfalls bis hier an die Kante läuft. Und das Stück hier drinnen wird entweder einen ganzen Stein mit ein bisschen kleinem Stein ergeben oder eben weniger als ein Stein. In jedem Fall solltet ihr darauf achten, dass der Versatz, also der Stein, der als nächstes kommt mit seiner Fuge, mindestens das 0,4-fache der Steinhöhe hat. Meine Steine haben eine Höhe von 25 cm und somit ergibt sich 25 cm mal 0,4 ein Versatz von mindestens 10 cm. Um die Sache planbarer und effektiver hier auf der Baustelle zu machen, werde ich nun zunächst alle Steine der zweiten Reihe von meiner Nische in die Mauer hineinsetzen. Das bedeutet, ich werde hier den Kleber ziehen, werde den Stein aufsetzen, dann auf dem nächsten hier den Kleber ziehen, den Stein bis zur Kante aufsetzen und anschließend kann ich genau ausmessen, wie groß die Steine sind, die hier in die Mitte hinein müssen. Diese Steine werde ich mir zurechtsägen, anschließend ebenfalls den Kleber an den Seiten anbringen und dann eben auf dem Sockel und dort die Steine einsetzen. Zum Schneiden werde ich wieder verschiedene Werkzeuge nutzen. Bereits beim letzten Mal habe ich auf meine altbewährte Gasbetonsäge gesetzt. Diese Säge funktioniert wunderbar, aber wenn es schnell gehen muss, als auch kraftsparend sein soll, ist das nur das Werkzeug der zweiten Wahl. Ich werde diesmal auf elektrische Hilfe setzen. Ich habe hier eine elektrische Säge mit einem speziellen Sägeblatt. Das habe ich bisher noch nicht getestet, das werde ich heute tun. Mal schauen, ob ich mit diesem Sägeblatt schneller und kraftsparender die Steine zersägen kann. Für das Mörteln bzw. für den Kleber setze ich auf den Originalkleber, der zum System dazugehört von Yutong bzw. dem Hersteller Xela. Zum Aufziehen werde ich mich mit dieser Kelle versuchen. Ich habe das bei meiner anderen Gartenküche mit einer normalen Zahnspachtel gemacht bzw. Zahnkelle. Das hat ganz gut funktioniert, aber es gibt nun mal auch ein spezielles System und das werde ich heute ebenfalls ausprobieren. Die Mischung für den Kleber hat einen 15 Kilo Sack und braucht 4 Liter laut Angabe. Das Ganze wird mit einem Rührer langsam durchgerührt. Hebt mal ein bisschen hoch. Leicht, ihr seht. Das Ganze muss eine schöne cremige Konsistenz haben und nach ungefähr 5 Minuten Ruhezeit soll ein zweites Mal gerührt werden. Nachdem der Opa den Kleber ordentlich angerührt hat, kann er aufgebracht werden. Der Stein kommt zunächst runter und der Kleber wird auf der Fläche aufgebracht. Idealerweise sollte das Ganze natürlich vorher abgekehrt werden. Wie
Wichtig ist, dass der Kleber insgesamt vollflächig aufgebracht wird. Das heißt, keine offenen Stellen, wo kein Kleber ist. Um die Stabilität weiter zu erhöhen, werden die Mauerwerksanker einfach in den Kleber hineingelegt und dann der Stein positioniert. Da der Stein vom Sockel unten drunter absolut gerade, absolut eben ist, muss sich das Ganze hier oben ebenfalls ergeben. Das heißt, wir achten jetzt darauf, dass die Steine bündig sind. Hier an der Seite kann ich notfalls noch abschaben mit meinem Schaber und das war's auch schon. Aktuell bin ich dabei, gerade die dritte Reihe dieser Mauer zu setzen. Mit dem Dünnbettverfahren komme ich mittlerweile ganz gut voran, denke ich zumindest. Es ist immer noch eine Riesensauerei. Wie ihr sehen könnt, landet mehr von dem Kleber auf dem Boden als zwischen den Steinen. Mit dieser Kelle komme ich irgendwie nicht so richtig klar. Da ist mir die alte Zahnspachtel doch ein wenig lieber. Leider sind die Stöße der Steine nicht genau übereinander. Denn die erste Reihe und die dritte Reihe sollte ja von der Lagerkante hier absolut identisch sein. Das ist leider nicht so. Denn diese Steinreihe ist ein klein wenig länger. Ich vermute, es liegt daran, dass an einzelnen Fugen bzw. Verbindern doch mehr Mörtel drin ist, Kleber, als in der ersten Reihe. Aus diesem Grunde musste ich diesen Stein zum Beispiel aussägen, damit das Ganze noch ineinander passt und mir eben nicht aus der Flucht herausläuft. Auch auf der anderen Seite läuft dieser Stein ein wenig aus der Flucht heraus. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich einen Überstand von einem guten halben Zentimeter. Ich könnte den Stein, der jetzt hier quer gesetzt wird, einbauen, indem ich hier einfach wieder was wegrasple und hierfür einfach meine Raspel nehme. Oder ich setze doch noch einmal auf meine elektrische Säge. Auch die vierte Reihe habe ich nun fertig aufgemauert und bereits mit der fünften Reihe mit dieser hier begonnen. Noch immer kann ich mit dem Ergebnis recht zufrieden sein. Zwei Steine muss ich hier noch kleben. Das Spannende an dieser Sache ist, ich versuche den Verschnitt so weit wie möglich zu vermeiden und warte ab, ob ich noch einen Stein über habe. Während ich die Rückwand für den Arbeitsbereich weiter nach oben mauern werde, kommt auf der anderen Seite ja die Bar hin. Da kann ich nichts mehr aufmauern, stattdessen muss ich hier den Überstand bauen, denn die Bar soll ja ein wenig nach außen versetzt werden, dass man sich bequem auflehnen kann.
Auch hier hinten seht ihr, dass ich da etwas Besonderes vorhabe. Hier soll ein Fenster eingebaut werden. Den Sturz habe ich mir bereits ausgelegt. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache, wie die Bar später aussehen wird und wie ich das mit dem Fenster hinbekomme, dann abonniert meinen Kanal und ihr verpasst keins der folgenden Videos zu dieser Projektserie. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir einen Kommentar unter dem Video dalasst und ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten im Anschluss noch einige Bilder und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!